Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer FC Bayern München Karriere hier in FC 25. Heute geht es weiter und das direkt rein in der Bundesliga. Zum Start in die neue Folge geht es ins Duell mit Union Berlin. Das Ganze zu Hause vom heimischen Publikum. Des Weiteren werden wir heute vor allem den Fokus auf die Champions League legen mit zwei Partien gegen Benfica und Paris Saint-Germain. Lasst sehr gerne auch heute wieder Support unter dem Video da. Daumen nach oben, wenn euch das ganze Projekt hier gefallen sollte. Gerne auch den Kanal kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Ansonsten natürlich Kommentare schreiben mit euren Transfervorschlägen für diese Karriere, allen möglichen Tipps und Anregungen auch gerne unten rein. Und dann werden wir auch in der heutigen Folge wieder ein Thema bearbeiten, nämlich wird es heute um die zukünftige Zehnerposition beim FC Bayern München gehen. Wird ein spannendes Thema. In der letzten Folge haben wir uns mit den Altlasten beschäftigt. Darüber werden wir nachher auch nochmal kurz sprechen, denn da habt ihr auch mächtig Meinung dazu in den Kommentaren gelassen. Und damit starten wir jetzt aber erstmal rein in die Bundesliga gegen Union Berlin. Im 4-2-3-1 heute das Ganze. Davis und Kimmich als Außenverteidiger, Palinha und Leimer im Zentrum, Sané, Musiala und Olise, dann vorne die Dreierreihe und Harry Kane natürlich im Sturm. Und das ist Union Berlin. Fünferkette ist angesagt. Schauen wir doch mal, ob die zu knacken ist oder ob wir uns daran die Zähne ausbeißen. Und dann geht es auch schon rein. Harry Kane stößt an. Wir gehen rein in die Partie. Sané, wunderbarer Ball für Davis. Findet der Harry Kane? Nein, aber die erste Gelegenheit sofort in den ersten Minuten. Sané, Kimmich, gut durchgesteckt für Olise. Olise, kann er zum Abschluss kommen? Kann er? Renault im Tor ist noch da. Davis, super nachgesetzt und das 1-0 für die Bayern. Ganz stark gemacht von Fonsi, der hier heute mal wieder die Chance bekommt, sich zu zeigen. In Kombination mit Leroy Sané auf dem linken Flügel finde ich das auch eigentlich immer ganz gut macht. Renault ist erst noch da, aber beim zweiten kommt er dann zu spät wieder hoch. Trimmel nicht schnell genug, um Davis da den Ball wegzuspitzeln. Und ja, Fonsi belohnt sich für seinen Einsatz. Boah, stark die Antwort. Da haben wir komplett gepennt in der Defensive. Hollerbach, Ausgleich. Die Führung hat nicht lange gehalten. Denn eigentlich vom Anstoß weg der Angriff der Unioner, den wir 0,0 verteidigt haben. Boah, guter Ball und um ein Haar das zweite für Union. Also jetzt müssen wir hinten mal wach werden. Gespielt und wieder Union. Also das läuft gar nicht. So, nee, und wieder über Fonsi. Das ist immer wieder Mitte, wenn der da die Abwehr überläuft. Und Trimmel kommt klar zu spät. Ja, gut, nur gelb ist die richtige Entscheidung, weil er natürlich versucht, zum Ball zu gehen. Sonst hätte man natürlich auch rot geben müssen, weil letzter Mann. Aber es gibt ja keine Doppelbestrafung mehr. Entsprechend gelb die richtige Entscheidung. Und damit die Chance für Harry Kane hier nach Unioner Druckphase die Führung für die Bayern wiederherzustellen. Digga, ist das langsam bei Harry Kane. Ist mir gar nicht, was man machen soll. Harry Kane, eiskalt. Ich glaube, wenn er mit dem einen Elfmeter schießt, dann ist er auch unhaltbar. Also das ist ja unfassbar, was der beim Elfmeter für eine Konstanz an den Tag legt. Wunderbar gemacht von Harry Kane. Davis an beiden Toren beteiligt. Das muss man auch festhalten. Boah, das ist kein Abseits. Das ist kein Abseits. Die Gelegenheit für Harry Kane, den Doppelschlag zu landen. Diesmal verpennen wir nicht nach Führung. Nein, sondern legen selbst nach. Harry Kane, Doppelpack. Super von Leroy Sané. Immer mal wieder gesehen, dass Union spekuliert hat, die Fünferkette extrem hochgeschoben hat. Hier rächt sich dieses Spekulieren. Und Harry Kane bedient von Leroy Sané mit dem Tor. So macht es Spaß. Boah, aufpassen, Hollerbach wieder unterwegs. Hollerbach, Ball immer noch heiß. Palinha kommt auch nicht ran. Und dann verzieht Benesch. Jetzt der Angriff vor der Pause. Olise hat das Auge für Harry Kane. Lupenreiner Hattrick für den Engländer. Wieder einmal. Ja, super. Er leitet es nämlich selbst ein. In der Mitte spielt ihn raus auf Olise. Und Olise ist halt einfach eine Ein-Mann-Dribbelmaschine. Und wenn der da vom rechten Flügel in einen Robben-Manier einzieht, ja, dann hat er auch gerne mal den Kopf noch oben.
sieht Harry Kane, der durchzieht und der sich mit seinem dritten Tor belohnt. Zur Pause ist es deutlich, wir machen es gut, aber man darf nicht vergessen, die Phase, wo Union erstes Tor geschossen hat und dann auch noch nachlegen konnte, da waren wir defensiv nicht gut. So, nee, durchgesteckt für Davis, immer wieder Davis und Harry Kane, der ist mal nicht drin. Boah, starker Ball durch, Neuer. Also hinten sind wir heute anfällig. Wiese durchgesteckt, Harry Kane rüber für Davis. Oh, der ist nicht drin. Döki und Renault verhindern das fünfte. Wiese in die Tiefe geschickt von Conny Leimer. Lisse, wir wechseln und das gleich vierfach. Guerrero, Gnabry, Müller, Coman kommen alle auf einen Schlag. Nochmal Union Berlin, Vertessen eingewechselt mit dem Abschluss. Nee, defensiv ist es das heute nicht. Zweites Gegentor, Vertessen nach Einwechslung. Für die letzten Minuten geht dann noch Harry Kane runter. Matthijs Tel kriegt nochmal gute 10 Minuten. Für Kingsley. Kingsley, Coman, Coman. Die letzten Augenblicke laufen in einer, ja, durchaus kurzweiligen Partie hier heute zum Auftakt. Dieser Folge werden es auf jeden Fall die 3 Punkte. Perfekt ist es trotzdem natürlich nicht. 2 Gegentore zu Hause, das sind 2 zu viel. Dennoch war das, glaube ich, eine ganz gute Partie. Und hat mir auf jeden Fall auch durchaus was gezeigt. Denn wir haben hier heute, ja, anders Fußball gespielt als sonst. Das lag nicht grundsätzlich an der Taktik, vielleicht auch daran, sondern eher am Spiel selbst. Denn nachdem mir zuletzt das Gameplay überhaupt nicht gefallen hat, habe ich heute die Regler mal etwas umgestellt. Windeffekte und Wettereffekte hatte ich jetzt noch vergessen, wieder umzustellen. Aber ich habe ansonsten erstmal alles auf individuell auf 50% gemacht, also eigentlich auf Standard, muss man sagen. Außer eben Verletzungshäufigkeit und Torhüterstärke, so wie wir es auch in FC24 hatten. Und das Spiel war deutlich, deutlich ansehnlicher. Es war längst nicht mehr so statisch wie noch zuletzt. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob es so, wie es jetzt ist, vielleicht ein bisschen zu einfach ist. Aber es hat mir persönlich auf jeden Fall viel mehr Spaß gemacht. Und ich glaube, es war auch deutlich, deutlich mehr zu sehen im Spiel. Denn die letzten Spiele waren verdammt kurz. Und das lag nicht daran, dass ich alles rausgeschnitten hätte. Teilweise auch, aber vor allem lag es daran, dass einfach nichts passiert ist. Weil das Spiel extrem statisch war. Aber schreibt mir da auch sehr, sehr gerne mal eure Erfahrungen rein. Wie habt ihr es bis jetzt? Habt ihr die Regler auf ganz normal Standard oder auf realistisch? Weil ich persönlich habe echt das Gefühl, dass es einfach nur ein Rumgestehe ist auf realistisch. Keine Tiefenläufe, keine Bewegung zum Ball. Sie stehen einfach nur rum. Ich weiß nicht genau, an welchem Regler das liegt, aber das ist so ein bisschen mein Empfinden zuletzt gewesen. Deshalb probieren wir es jetzt mal ein bisschen anders. Und ich fand es persönlich deutlich, deutlich besser zum Spielen. Defensiv war es auch viel schwieriger zu verteidigen, weil das war bis jetzt eigentlich immer komplett easy, das Defensive. Dafür war es vorne auch ein bisschen leichter, Chancen zu kreieren. An sich bin ich hier aber schon einer, der lieber hinten die 0 stehen hat, als vorne 5 zu 4 zu gewinnen. Entsprechend müssen wir da mal gucken, ob wir das irgendwie so in Einklang bringen, dass man schon vorne sich schöne Chancen rauskreieren kann, gleichzeitig aber auch hinten ganz ordentlich verteidigen kann, aber das werden wir über die nächsten Folgen, denke ich, hinbekommen. Das war, glaube ich, jetzt aber schon mal ein wichtiger Schritt, festzustellen, dass diese realistische individuellen Einstellungen schon teilweise das Spiel deutlich behäbiger machen. Aber ja, wie gesagt, gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Kommentare ist ein gutes Stichwort, denn dazu kommen wir jetzt. Hier seht ihr die neuen Transfervorschläge unter der letzten Folge. Könnt ihr natürlich auch sehr, sehr gerne heute wieder reinschreiben. Und jetzt kommen wir dann erstmal zum Thema der letzten Folge. Und das waren ja eben die Altlasten rund um Serge Gnabry, Leon Goretzka und Kingsley Coman. Und da hattet ihr eigentlich relativ durchgängig die gleiche Meinung. Und die war folgende. Serge Gnabry aufgrund seiner guten Form und der aktuellen Wichtigkeit auch für unsere Mannschaft soll erstmal bleiben. Dort wird kein Verkauf angestrebt. Bei Leon Goretzka so schnell wie möglich loswerden.
kann auch schon im Winter gerne sein über eine Leihe mit Kaufoption, wenn da was Passendes reinkommt. Und bei Kingsley Coman habt ihr auch schon dazu tendiert, ihn zu verkaufen. War jetzt nicht so krass wie bei Goretzka, aber viele haben auch gesagt, man muss auf dem Flügel Platz schaffen für jüngere Spieler. Und Coman, Mr. Champions League, ist mittlerweile ja auch schon 28. Also ich denke, da haben wir dann jetzt eine ganz gute Lösung gefunden. Also Goretzka werden wir schon im Winter versuchen loszuwerden. Coman, dann denke ich im nächsten Sommer. Und mit Gnabry wird erstmal weiter geplant. Und wir bleiben auch in der Teamzentrale, denn wir wollen ja heute über die 10er-Position der Zukunft bei den Bayern sprechen. Und natürlich die Nummer 1 ist da Jamal Musiala. 21 Jahre, immer noch jung, schon ein 88er Gesamtrating und noch ein riesiges Potenzial. Aber auch ein Problem, nur noch 1,5 Jahre Vertrag. Die Vertragsgespräche zwischen Musiala und dem FC Bayern wurden in der Realität schon aufgenommen und klar ist, beide Seiten können sich eine Verlängerung vorstellen. Gleichzeitig spielt bei Musiala natürlich aber aufgrund seiner England-Vergangenheit die Premier League immer eine große Rolle und natürlich auch Vereine wie Real Madrid oder Barcelona könnten schon sehr reizvoll für den jungen deutschen Nationalspieler sein. Deshalb auch so ein bisschen die Frage an euch, was ist euer Bauchgefühl? Wird Musiala verlängern bei den Bayern? Könnt ihr euch vorstellen, dass er schon jetzt relativ bald den Schritt in die Premier League oder zu einem anderen Verein wagt? Ich bin mir da nämlich aktuell noch ein bisschen unschlüssig. Ich hätte immer gesagt, irgendwann wird der Schritt kommen, aber vielleicht erst so mit 24, 25 und dass er jetzt dann eher nochmal bei den Bayern zu sehr, sehr guten Bezügen verlängern wird. Sollte es so kommen, dann wäre natürlich die 10er-Position erstmal komplett besetzt. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch mit Alternativen beschäftigen und eine Alternative wäre Paul Wanner. Den haben wir schon im Kader, der ist aktuell verliehen an Heidenheim, macht dort einen ziemlich guten Job, hat das auch schon in der letzten Saison bei Elversberg in der zweiten Liga gemacht und da ist natürlich die Frage, wie kriegst du es, sollte Musiala tatsächlich verlängern und bleiben, hin, dass du auch Paul Wanner förderst, dann das ist genauso ein großes, nicht vielleicht ganz so großes, aber auch ein riesiges Talent auf der 10er-Position und da ist dann schon irgendwo die Frage, wie kriegen wir beide in eine Mannschaft, wie kriegen wir das vereinbart? Und dann gibt es natürlich auch noch sehr, sehr reizvolle Spieler auf dem Transfermarkt, externe Lösungen, Florian Wirtz wird wahrscheinlich Leverkusen im kommenden Sommer verlassen und natürlich müssen wir uns da eigentlich bereitstellen, den deutschen Nationalspieler irgendwie nach München zu holen. Aber auch dort wieder die Frage, wie baust du die Jungs dann in eine Mannschaft? Paul Wanner kommt zur neuen Saison zurück, Musiala, wenn er verlängert, wird bleiben und Florian Wirtz, wenn er kommt, ja, dann muss er natürlich auch Stammspieler sein. Neben Florian Wirtz gibt es dann natürlich auch noch einen Xavi Simmons, der jetzt im zweiten Jahr in Folge an RB Leipzig verliehen ist, im Sommer schon ein großes Thema bei den Bayern war, den wohl vor allem Max Eberl sehr gerne nach München lotsen würde. Auch das wäre ein hochinteressanter Zehner. Auch bei ihm die Frage aber, wie vereinbarst du ihn zum Beispiel in Kombination mit Musiala oder Xavi Simmons in Kombination mit Paul Wanner? Wie baust du das in eine Mannschaft? Also da bin ich echt gespannt auf eure Meinungen. Was ist eure favorisierte Variante für die Zehner-Position? Vielleicht auch eure favorisierte Kombination an Zehnern? Und dann natürlich auch die Frage, wie sollen wir die beiden kombinieren? Also soll einer auf den Flügel ausweichen? Sollen wir mit einer Doppelzehn spielen? Schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare, denn die zukünftige Nummer 10 der Bayern finde ich wirklich aktuell somit eines der heißesten Themen. Sehr, sehr spannende Frage das Ganze und wir beschäftigen uns jetzt mit einer weiteren spannenden Frage, nämlich mit einer weiteren Vertragsverlängerung mit Joshua Kimmich sitzen wir an einem Tisch. In der letzten Folge haben wir ja schon mit Neuer verlängern können und wollen es jetzt mit Joshua Kimmich auch machen. Er schlägt uns von sich selbst 2 Jahre vor. Ich hätte ihm durchaus auch 3 gegeben, aber wenn er selbst als 29-Jähriger sagt, nee, wir machen nur 2, dann ist das für uns auch okay. Denn mit einem über 30-jährigen Spieler, da will man jetzt ja auch nicht übertrieben lange Verträge aushandeln. Entsprechend machen wir mal hier 2 Jahre, aber wären natürlich auch bereit, bei entsprechenden Leistungen nochmal zu verlängern und dann wollen wir gerne auch beim Gehalt so ein bisschen nach unten. 100.000 bieten wir mal, aktuell 105 ist unser zweitbester Verdiener. Ganz weit hinter Harry Kane, aber immerhin trotzdem der zweitbeste und der will eine kleine Unterschriftsprämie haben und dazu noch einen Einsatzbonus. Das können wir ihm soweit geben, damit wäre ich zufrieden, damit hätten wir den nächsten Spieler an uns gebunden, nach Manuel Neuer, jetzt dann auch Joshua Kimmich. Ich glaube, das ist eine Sache, mit der wir zufrieden sein können. Langsam aber sicher schrumpft damit auch die Liste an Spielern mit auslaufenden Verträgen in der kommenden Saison. Ich denke, Sven Ulreich und vor allem auch Thomas Müller werden so
so in den nächsten Folgen dann auch abgearbeitet werden. Bei Sané und Davis hängt so ein bisschen von den Angeboten ab, die da für sie beide reinkommen. Und bei Dier hängt es ja von der Spielzeit ab. Dann wollen wir heute, wie gesagt, noch weitermachen, vor allem in der Champions League. Benfica dort der Gegner, dann haben wir auch noch zweimal Bundesliga mit St. Pauli und Augsburg, wollen wir simulieren. Und zum Abschluss geht es noch gegen Paris Saint-Germain. Zuvor aber noch eine wichtige News aus dem internationalen Fußball, denn Erling Haaland gewinnt den Ballon d'Or im Jahr 2024, hat sich gegen Lewandowski und Phil Foden hier im Spiel durchgesetzt. Ja, also ich finde, in der Realität könnte er ihn durchaus auch gewinnen. Ich denke, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Mbappé und vielleicht ja sogar Dani Carvajal, weil er Champions League und Europameisterschaft gewonnen hat, werden da so seine Kontrahenten sein. Wir gucken mal, was es in der Realität wird. Hier auf jeden Fall Haaland. Und dann geht es für uns rein in die Champions League. Benfica Lissabon ist zu Gast in München. Ich bin gespannt, wie heute das Gameplay aussehen wird. Also ob wir da vielleicht defensiv ein bisschen solider uns zeigen können oder ob wir wieder so ein etwas offensiveres Spiel heute sehen werden. Gegen Ex-Spieler Renato Sanches, der hier nach München zurückkehrt. Mittlerweile zurück bei Benfica nach Station bei Lille, Paris, AS Rom und dann eben jetzt zurück in Portugal, wenn ich mich nicht irre. Also durchaus auch eine bewegte Karriere. War er nicht auch bei AC Milan? Ne, da war er, glaube ich, damals nur ein Gerücht und hat sich dann für Paris entschieden. Ja, und dann gucken wir auf unsere Mannschaft, die wir heute ins Rennen schicken. Sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir in der Liga zuletzt gespielt haben. Wir bleiben beim 4-2-3-1. Pavlovic und Gnabry, die einzig beiden Veränderungen. Davis hat es sehr, sehr gut gemacht, soll deshalb sich hier heute auch mit der Champions League belohnt fühlen und vorne natürlich Harry Kane. Und das ist der heutige Gegner mit Benfica, die natürlich ja eine gute Mischung aus jungen und sehr talentierten, gleichzeitig aber auch ein paar echt erfahrenen Spieler, beispielsweise Otamendi oder Angel Di Maria, aber eben auch so ein Antonio Silva in der Innenverteidigung, der natürlich ein Megatalent ist und durchaus auch bei uns auf dem Zettel für die Zukunft steht. Und dann geht es rein in die Champions League, dort wo wir uns bis jetzt immer sehr, sehr wohl gefühlt haben. Stark gemacht von Pavlidis, der Grieche im 16er, Eric Dier, kann löschen. So, nee, immer wieder Alfonso Davis, der mit Läufen in die Tiefe für Gefahr sorgt. Der Ball von Fonsi für Harry Kane. Kane kriegt den rüber für Gnabry, 1-0. Ey, Alfonso Davis, wirklich die Entdeckung der Folge. Macht einen riesen Job bis jetzt. Macht richtig, richtig viel Gefahr und gibt uns natürlich auch vor allem die Möglichkeit, Leroy Sané als Flügel in die Mitte kippen zu lassen. Also beide ja Spieler mit auslaufenden Verträgen. Beide aber gerade verdammt gut drauf. Da werden wir auf dem falschen Fuß erwischt bei Upamecano. Keine Karte zum Glück, aber eine riesen Freistoßposition für einen Angel Di Maria. Kommt die Antwort von Benfica auf die Torwartseite. Also ich weiß nicht, ob er vergessen hat, wer da bei uns im Tor steht. Aber dann soll er sich mal ans WM-Finale 2014 erinnern. Ich hoffe, dann weiß er es wieder. Mit dem 1-0 geht es in die Pause und ich persönlich muss sagen, ich bin aktuell sehr zufrieden. Einfach nur, weil das Gameplay wieder deutlich geiler aussieht als noch in der letzten Folge. Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man Spaß am Spiel hat. Und das ist aktuell der Fall. Spaß am Spiel hängt natürlich aber auch immer mit guten Ergebnissen zusammen. Bis jetzt sieht es gut aus und deshalb wollen wir auch so weitermachen. Okay, wieder als Vorbereiter Leroy Sané. Guter Ball, guter Ball auf Pavlidis. Pavlidis, was macht der Grieche draus? Tänzchen mit Eric Dier, der lässt sich aber nicht austanzen. Und sie, Harry Kane. Oh, Riesentackling, aber nicht mit Harry Kane. Riesentackling erst von der Nummer 8. Aber dann kommt er trotzdem noch ran. Macht das zweite, die Bayern mit dem doppelten Tor. Auf jeden Fall Davis. Davis wieder beteiligt. Ne? Also es ist ein Schema zu erkennen. Alfonso Davis und es läuft. Zur Wahrheit gehört aber auch, es ist verdammt anstrengend für Davis, die ganzen Meter zu machen. Deshalb muss er eigentlich immer so nach 70 Minuten spätestens raus. Wir wechseln dreifach. Guerrero, Coman und auch Kim Min-jae jetzt in der Partie. Stellen es jetzt ein bisschen anders auf. Wir werden jetzt über links den Außenverteidiger einschieben lassen in die Dreierkette dann.
Und Kimmich als Rechtsverteidiger wird jetzt hochgehen. Okay, ist gut. Für Otamendi. Zweiter Ball. Irgendwie nicht drin. Pavlovic, alles offen für Harry Kane. Sobald der Mann schießt, ist es halt ein Tor. Ne? Das ist so krank. Ja, Benfica hat nochmal ein bisschen probiert, höher anzulaufen, ein bisschen ins Pressing zu gehen. Vielleicht geht ja noch was in den letzten 15 Minuten. Kann ich auch verstehen, dass sie es probiert haben, aber das bestrafen wir. Das bestrafen wir, Pavlovic. Kriegt zu viel Zeit und Raum, kann den Kopf hochnehmen und sieht Harry Kane durchstarten. Das 3:0. Somit dann auch die Entscheidung. Musiala und auch Pavlovic gehen darauf. Es kommen Müller und Goretzka in die Partie. Der Ball nochmal in die Tiefe auf Niklas Beste. Der Ex-Heidenheimer hier mit dem Doppelpass. Upamecano stellt super den Körper hin. Die letzten Augenblicke laufen in dieser Partie, die für uns wirklich eigentlich super lief. Ja, klar. Ein paar Chancen gab es für Benfica. Die Ecke, wo Otamendi wirklich eigentlich nur durch Glück nicht das Tor erzielte. Das war brenzlig, aber an sich super Spiel. Auch das vierte Spiel, wenn ich mich nicht irre, in der Champions League gewinnen wir. Damit sieht die Tabelle in der Champions League übrigens folgendermaßen aus. Wir sind das einzige Team, was aus 4 Spielen 4 Siege holen konnte. Viele Teams auch mit 10 Punkten, aber 4-mal zu gewinnen, das haben bis jetzt nur wir geschafft. Wir machen gleich weiter. Schnellsimulation gegen St. Pauli. Leimer zurück in der Startelf, genauso Ulisse. Das sind die einzigen Veränderungen. Wir gehen rein, hoffen auf einen Auswärtssieg. Den gibt es auch 3:1. Musiala, Kane und nochmal Musiala. Nach einer kurzen Länderspielpause sind wir auch nochmal in der Bundesliga dran. Nochmal Schnellsimulation, das Ganze zu Hause gegen Augsburg. Bisschen Rotation dabei. Guerreiro, Tell, Kimmich, Goretzka und auch Gnabry. 5 Positionen also verändert im Vergleich zur letzten Partie. Ich hoffe auf keine Blamage. Wird es nicht. 2:0 Sieg, Harry Kane und Sané. Und damit sind wir auch zurück auf der 1 in der Tabelle. Waren ja zuletzt von Hoffenheim überholt worden. Jetzt haben die aber auch zum zweiten Mal unentschieden gespielt und damit sind wir wieder punktgleich. Tordifferenz ist auf unserer Seite, das ist das Gute. Und ja, endlich wieder Tabellenführer. Aber trotzdem krank, wie gut Hoffenheim reingestartet ist und auch Dortmund, ne? Das ist ja wirklich stark nach 11 Spielen. Dann wollen wir zum Abschluss der Folge noch reingehen gegen Paris Saint-Germain. Am 5. Spieltag der Champions League. Die Pariser haben aus den ersten 4 Spielen erst 2 gewinnen können. 1 haben sie verloren und 1 unentschieden gespielt. Wir sind da ja noch makellos unterwegs. Und ich hoffe, dass es auch heute so bleibt. Wir spielen wieder zu Hause gegen die Mannschaft, die sich natürlich im absoluten Umbruch befindet. Die Generation nach Mbappé. Jetzt müssen es Kolo Muani, Ousmane Dembélé und Barcola gemeinsam vorne richten. Es ist nicht mehr der Alleinunterhalter, aber ich glaube, das ist auch eine echte Chance für die Pariser. Wir starten aber erstmal rein mit unserer Startaufstellung. Es wird heute nicht mehr experimentiert. Wir bleiben beim 4-2-3-1. Hat mir die ganze Folge über gut gefallen. Ich denke, ab der nächsten werden wir ein bisschen wieder andere Dinge probieren. Ich überlege auch, ob ich an den Reglern zumindest ein bisschen was verstelle. Das werdet ihr dann aber zur nächsten Folge wieder sehen, ob ich da noch ein bisschen was anpasse. Denn ja, ich finde es ein bisschen zu leicht, teilweise jetzt die Tore zu schießen. Wir könnten natürlich auch mal die ultimative KI ausprobieren, ob es dort vielleicht etwas besser wäre. Aber ja, das muss ich mir nochmal überlegen. Vielleicht zeigt uns aber auch Paris Saint-Germain heute mal unsere Grenzen auf. Das ist die Mannschaft von Luis Enrique im 4-3-3. Ein überragendes Mittelfeld in meinen Augen. Aber auch in der Defensive schon mit Hakimi und Mendes über die Außenbahnen ist das wirklich nicht zu verachten. Und vorne, finde ich, ist es eine richtig coole Dreierreihe. Ich bin gespannt auf diesen Champions League-Abend. Pariser starten mit sehr hohem Anlaufen. Also ich habe da eigentlich nichts dagegen, weil das schafft eigentlich nur extrem viele Räume für uns. Ihn muss hier heute immer wieder als Spielgestalter sich auch von der gut gestaffelten Viererkette absetzen, sonst kommt er überhaupt nicht an Bälle. Also Paris macht das hier in den Anfangsminuten verdammt gut. Vorne laufen sie teilweise nur mit ihren 3 Offensivspielern an und der Rest der Mannschaft lässt sich dann tief fallen. Das sorgt dann aber schon dafür, dass wir ja zumindest mal in unserem Aufbauspiel gestört werden, gleichzeitig aber auch in der Tiefe nicht mega viel Platz haben, da eben ja die Abstände zwischen deren Anlaufen und derer letzten Linie extrem hoch ist. Ist ja auch immer wieder ein Mittel, was in der Realität häufiger verwendet wird. Salah, Sané, Harry Kane, jetzt ist Kane mal vorne, aber dann
stehen da halt mal Kinyas und Kimpembe. Das wird schon schwer heute. Cola, jetzt mal ein 1 gegen 1 gegen Joshua Kimmich. Das ist natürlich schon ein krasser Tempo-Unterschied. Eigentlich zieht sich das komplett durch unsere Abwehrkette außerhalb Davis. Und der steht meistens vorne, muss man dazu sagen. Ja, da hatten wir auch gerade Glück, dass Kolomoani nicht das Selbstvertrauen hatte, mit links abzuschließen. Okay, jetzt können wir mal Davis schicken, aber da ist halt Hakimi auch immer sofort hinterher. Trotzdem kriegt er den durch. Und endlich ein Abschluss. Endlich kommt Marquinhos oder Kimpembe nicht mehr an Harry Kane heran, um ihn noch irgendwie den Ball abzunehmen oder ihn zu stören. Aber der Abschluss damit links, zumindest für einen Donnarumma, nicht gut genug. Musiala, jetzt Hakimi, hoch aufgerückt. Leroy Sané, kriegt ihn durch. Fahne bleibt unten. Harry Kane, 1-0. Kurz vor der Pause schlagen wir dann doch zu, weil Paris Saint-Germain vorne zu viel möchte. Hakimi hoch aufrückt und Leroy Sané mittlerweile absolut angekommen ist in dieser Bayern-Mannschaft unter Vincent Kompany. Wunderbar gemacht dann von Harry Kane, lässt Donnarumma keine Chance. Dafür haben wir ihn, unsere Nummer 9, bedient. Von der Nummer 10 wohl gerade so gleiche Höhe. Das waren Zentimeter, vielleicht sogar Millimeter, die da fehlten. Das 1-0 gleichzeitig auch der Pausenstand. Sehr schwierig, Chancen zu erarbeiten, aber am Ende haben wir es doch noch geschafft. Gilt allerdings auch für Paris. Die hatten noch gar keinen Abschluss, auch wenn Kolomoani einmal schon wirklich eigentlich hätte schießen müssen mit links. Da hatten wir Glück, dass er es nicht getan hat. Aber ja, chancenarme Partie, aber hoch anspruchsvoll. Macht sehr viel Spaß. Na, jetzt starten sie irgendwie mit einer höheren Viererkette gerade rein. Das ist direkt mal bestraft worden. Und Olise. Oh. Und Harry Kane. Wieso geht der da nicht nochmal ran? Super von Upamecano. Der muss natürlich hier heute vieles wegarbeiten, was Davis nicht machen kann, da der halt ja so enorm offensiv bei uns aktuell steht. Wieder für Harry Kane, wieder geht die Lücke auf, Harry Kane, Doppelpack. 10 Minuten nach dem ersten Tor macht er auch das zweite hinterher, wieder nach Vorarbeit von Leroy Sané. Ja, es ist schon ein Vorteil, dass wir da die linke Seite mit Davis und Sané so überladen, das merkt man ganz klar in der heutigen Folge. Da kommt die CPU nicht ganz so gut mit klar und wenn Harry Kane sich lösen kann, ja, dann wird es halt auch gefährlich. Für die Defensive. 2-0, zweimal das gleiche Tor. Was macht denn Paris jetzt? Also jetzt sind die irgendwie völlig vogelwild unterwegs. Und Lise, kriegt er den rein? Ja, kriegt er. Also jetzt verstehe ich gar nicht mehr, was Paris vorhat. Jetzt werfen die auf einmal alles nach vorne. Keiner verteidigt mehr. Dritte Vorlage Sané, oder? War es Sané? Ich habe es jetzt gar nicht mehr ganz genau im Blick gehabt. Aber auf jeden Fall Olise, der völlig alleine gelassen wird. Also Nuno Mendes kommt viel zu spät da wieder in den Zweikampf und das lässt sich der Franzose nicht nehmen. Gegen die Pariser zu treffen, 3-0 Bayern. Was macht Paris? 66. Minute, wieder Zeit Davis rauszunehmen. Das heißt aber eigentlich auch immer, dass wir auch Sané rausnehmen, weil die funktionieren am besten im Doppelpack bei uns, habe ich immer das Gefühl, weil man eben dadurch die Raumaufteilung sehr, sehr gut hinbekommt. Kingsley Coman kommt gegen seinen Ex-Verein. Und auch der Franzose Rafael Guerrero ist jetzt in der Partie. Okay, Nulisse nochmal schön rausgelegt für den Franzosen. Der geht da super ins Dribbling, Olise. Unnachahmlich. Ja, es ist mir ein bisschen zu leicht. Es ist mir ein bisschen zu leicht, das muss ich ganz klar zugeben. Ich werde ein bisschen so einen Kompromiss finden müssen zwischen den realistischen Slidern und dem, dass es halt Spaß macht. Also werde ich mir ein bisschen Zeit für nehmen müssen, das ein bisschen rauszutüfteln, weil das geht zu einfach. Das wäre, glaube ich, auf den Einstellungen der letzten Folge so nicht möglich gewesen, auch wenn Olise natürlich ein toller Dribbler ist und hier seinen Doppelpack schnürt. Dreifachwechsel im Anschluss. Müller, Goretzka und Leimer kommen noch rein. Die letzte Minute läuft mittlerweile. Wie gesagt, ich finde 4-0 ein bisschen zu krass. Ich werde da für die nächste Folge dann so ein bisschen an den Reglern rumtüfteln und hoffe, dass ich dann was ganz Gutes finde. Denn ja, es hat auf jeden Fall heute extrem viel Spaß gemacht, wieder das Gameplay. Und das war in der letzten Folge definitiv nicht der Fall. Entsprechend, bin ich zufrieden. Geile Folge gewesen, super Ergebnisse. Wenn auch vielleicht hier heute ein wenig zu krass. 4-0 gegen Paris. Klar, kann in der Realität auch passieren, aber
ja, ich fand's ein bisschen zu leicht. Zumal die Pariser mit null Abschlüssen aus der Partie gehen. In Halbzeit 21 ja wenigstens noch so im Spiel beteiligt, aber Durchgang 2 war dann wirklich gar nichts mehr. Aber damit sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Schreibt mir sehr, sehr gerne mal eure Meinung zu den Reglern in die Kommentare. Wie spielt ihr das? Was ist euer Gefühl über das Gameplay? Spielt ihr da auch mit diesen realistischen Slidern oder dann doch eher mit den ganz klassischen auf Standard? Ich fand das jetzt auf Standard echt ganz amüsant, aber halt ein bisschen zu leicht. Ich werde mir da ein bisschen was überlegen. Ansonsten war es eine geile Folge. Sehr, sehr gerne eure Meinung zur 10er-Position in die Kommentare. Transfervorschläge sind natürlich auch gerne gesehen. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Dann zur nächsten Folge der Spielerkarriere. Ab jetzt wieder jeden Tag ein Video. Und in 2 oder 3 Tagen bei der Bayern-Karriere. Denn es kann gut sein, dass am Mittwoch ein anderes Video kommt. Auch FC 25 natürlich. Aber dann vielleicht eher eine Sprint to Glory oder etwas dergleichen. Das werdet ihr sehen. Einfach den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr das nicht verpassen. Ich habe richtig Bock, hier weiter durchzustarten mit den Bayern. Und freue mich aber auch morgen auf die Spielerkarriere, dann wieder um 14 Uhr. Daumen da lassen, Abo da lassen, Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen um 14 Uhr wieder. Bis dahin, macht es gut und ciao.